Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 4. Ja, das eine Ticket habe ich dann noch für Altina verwendet. Und ich habe sogar überlegt, Mensch, es gab jetzt so viele Freitickets, wenn ich jetzt noch Pom-Pom Party spiele, vielleicht bekomme ich dann ja noch ein extra Ticket. Und ich war fleißig und habe tatsächlich mit allen Leuten gespielt. Und wenn man sich darauf konzentriert, geht es eigentlich. Das Tolle an Pom Pom Party ist ja, dass es auch glücksabhängig ist. Und wenn ich dann so 4, 5, 6 Partien spiele, dann gewinne ich auch mal eine davon. Das passt dann ganz gut. Man muss natürlich bestimmte taktische Regeln auch befolgen. Und nicht einfach, wenn man mal ein paar CP hat, direkt die Linien rüberwemsen. Das ist halt kontraproduktiv. Lieber kontern. Aber gut. Wir lassen diesen langen Tag jetzt mal zu Ende gehen und schauen, was der Abend noch so bringt. Orbmail, jetzt auch noch? Ich warte in den Marschlanden. CR, ist das... Ich überlege gerade, wie Claire nochmal mit Nachnamen heißt. Es könnte eine Falle sein. Vielleicht sollte ich es ignorieren. Ja, was willst du mir jetzt sagen? Na gut. Ich gehe mal in die Marschlande. Falle ist ja egal. Wir schaffen ja alles. Wir sind ja der Held. Was kann es passieren? Muss mal gucken, wo muss ich überhaupt hin? Lakeside Beach, oder? Ich warte in den Marschlanden. CR. Das Fiese ist übrigens, warum ich mich jetzt gerade an Claires Nachnamen nicht erinnern kann. Insgeheim habe ich sie mit Nachnamen ja immer Grube genannt. Also das habe ich nie öffentlich gemacht. Also das wird jetzt auch übergepiepst natürlich, klar. Aber was soll ich machen? Es könnte eine Falle sein. Nein, wir gehen natürlich in die Marschlande. Sie muss es sein, aber warum jetzt? Es sollen sich nicht alle Leute Sorgen machen. Deshalb begebe ich mich lieber völlig alleine in Gefahr, anstatt irgend so zwei, drei Leute von den 150, die hier anwesend sind, zu meiner Unterstützung dazu zu ziehen. Ah. Riewelt natürlich, klar. Musikinstrumente. Wenn man nicht drüber nachdenkt, dann kommt der Name von selbst. So you came after all. Also bist du tatsächlich gekommen. Ja, ich weiß nun alles darüber. Worüber, Rian? Was hat dieses Outfit zu bedeuten? Ich würde mal sagen, dieses Outfit bedeutet Kampf. Oh, das. Ich war erst nicht sicher. Aber es ist eine Uniform für die Knights of Blood and Iron. Ach nee, genau die Geschichte. Ja, in dieser Cutscene haben wir es ja gesehen, dass Osborn für alle neue Uniformen spendiert hat. Oder war es Alberich? Ich fühle mich ein wenig beschämt, dass ich das hier trage, ehrlich gesagt. Oh nein, es steht dir. Es ist auch schmeichelnd. Warte mal, was sage ich da überhaupt? Hehe, haha. Ich gehe also davon aus, das heißt, du bist fertig mit der Bahnpolizei. Ja, jetzt wo Operation Jormungand richtig losgeht, braucht man die Bahnpolizei gar nicht mehr.
Ich begleite nun Gouverneur General Rufus, Prinz Cedric, Lecter und die anderen morgen. Wir mobilisieren uns alle an Bord der Tuatha De Danann. Verstehe. Es tut mir leid, Rian. Ich konnte mich nicht verändern. Ich habe dieses Treffen arrangiert, dass wir uns ein letztes Mal sehen. Claire. Und mach's mir jetzt nicht leicht. Als Einblatt habe ich die Pflicht, dich festzunehmen. Ich könnte dich zwingen, dorthin zu gehen, wo die Rivalitäten stattfinden. Aber du hast jetzt auch die Gelegenheit, eine Spielfigur deines Feindes aus dem Weg zu räumen. Ich hoffe, du lässt dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Wie dem auch sei, wir haben beide viel zu gewinnen, meinst du nicht auch? Nee, also ich mein's nicht. Also ich meine, es ist Zeitverschwendung, Claire. Es führt doch zu nichts. Ja, du könntest recht haben, aber ich habe noch nicht aufgegeben, was dich betrifft. Ja, hartnäckig ist er, der Rian. Wie kannst du sowas sagen? Ich ließ dich ganz alleine hierher kommen. Ich hätte einen Überfall planen können. Ja, jetzt gib mir doch auch mal ein bisschen Kredit. Ich hätte es doch gespürt, wenn hier noch jemand sonst gewesen wäre. Du bist hier alleine, genau wie ich. Du willst doch gar nicht, dass Lecter oder der anderen Verbündeten sich hier einmischen. Außerdem, auch wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, einen Hinterhaltangriff zu spüren, wusste ich doch, dass du so etwas nie veranstalten würdest. Das passt nicht zu der Clary-Welt, wie ich sie kenne. Niemand hegt einen Groll gegen dich. Weder ich noch Milium, Altina oder Juna. Alle in der alten Klasse 7, selbst Sarah, hätten dich unheimlich gerne mit dabei. Und es gibt jetzt keinen Rückzieher mehr. Es wird sich nicht ändern, ganz egal, welchen Anschein die du dir auch geben magst. Oder wie sehr du auch versuchst, dich uns zu widersetzen. Einmal Klasse 7, immer Klasse 7, beziehungsweise sie war ja nicht Klasse 7, aber sie war ja Freund des Hauses sozusagen. Und ich bin sicher, das gilt auch genauso für deinen Bruder und Major Irving. Uns allen liegt sehr viel an dir. Wir werden dich niemals aufgeben. Stop it! How can you be so cruel? Hör auf damit, wie kannst du so grausam sein? I stood by and let Milium die. I'm still going along with the Great Twilight. Ich stand einfach nur da und hab Milium sterben lassen. Und trotzdem mache ich immer noch beim Great Twilight mit. Don't you dare forgive me. If you don't hate me, how am I supposed to... Wage es bloß nicht, mir zu verzeihen. Wenn du mich nicht hasst, wie soll ich dann... Come on now, Claire. You know that isn't fair. Komm schon, Claire, du weißt doch ganz genau, dass es nicht fair ist. Milium, du bist hier. Ja, klar. Ich hab dich wegschleichen sehen. Ich habe Jusis dazu gebracht, da zu bleiben, während ich hier mal selbst nach dem Rechten sehen wollte. Oh, ich hätte es wissen müssen, dass du
losgegangen bist, um eine schöne Dame zu treffen. Und wo wir gerade davon sprechen, das Outfit ist echt cool, Claire. Ja, siehst du? Ja, mein Körper ist vielleicht nicht mehr da, aber mein Geist lebt weiter in dem Schwert. Und dank der Steel Maiden kann ich jetzt auch wieder mich außerhalb davon bewegen. Hat Campanella dir das nicht gesagt? Naja, er ist wohl nicht der Typ, der sowas groß rum erzählt. Milium, du bist es wirklich, ich bin so glücklich. Ich... Ja, tut mir leid. Ach, ich wollte dich jetzt nicht zum Weinen bringen. Ach, solche Sachen kann ich einfach überhaupt nicht. Ich muss echt noch an meinen Sozialskills arbeiten, oder? Milium. Milium, ich... I'm not gonna make a mistake like that again. Jedenfalls werde ich so einen Fehler nicht wieder machen. Even with what's happened, I'm still an Ironblood. I've gotta look out for you too. Trotz allem, was geschehen ist, bin ich doch immer noch ein Ironblood. Und da muss ich auch auf dich aufpassen. Tomorrow we'll finally settle things once and for all. Morgen werden wir die Sache austragen, ein für alle Mal. With you, Lecter, Rufus, Gramps, and that newbie Prince too. Me and Reen will get through to you guys. Mit dir, Lecter, Rufus, Opa und auch dem neuen Prinz. Ich und Reen? Ha! Wir ziehen euch da durch oder holen euch da raus. Oder dringen zu euch durch. Das ist ja noch am ehesten das Doppeldeutige dann. Sie hat recht. Wir sehen uns morgen. Ganz egal, was auch mit Jormungand oder Mil Mirage sein mag. Ich verspreche dir, dass als Mitglied der Radiant Wings. Hab noch eine Weile Geduld, Claire. All right, if you insist. I'll be waiting for you. Okay, wenn du drauf bestehst, dann warte ich auf dich. That's my promise as a knight and guardian of the great twilight and a pawn of the rivalries. Das ist mein Versprechen als Ritter und Wächter des Great Twilights und als Randfigur der Rivalitäten. When next we meet, I won't show any mercy. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, werde ich keine Gnade zeigen. Nö, nö, wir auch nicht. Okay. Genau, wir gehen auf dich los mit allem, was uns zur Verfügung steht. Reen bekam sein Touchy und noch etwas anderes. Tut mir leid, ich wollte nicht so viel von deiner Zeit verschwenden in einer so wichtigen Nacht. Aber ich bin echt glücklich, dich wieder gesehen zu haben. Danke, Reen. Und dich natürlich auch, Milium. Ja, das geht mir ganz genauso. Ach, Claire. Oh, das ist aber ein ziemlich nobles Luftschiff, was sie da hat. Ich frage mich, ob das eins der Hochgeschwindigkeits-Bahnpolizei-Dinger ist. Ah, ich wäre gern mitgegangen und hätte das mir angeguckt. Das wäre ein spaßiger Ausflug geworden. Ja, wenn die Sache einfach nur so einfach wäre. Vorerst reicht es mir, nochmal wieder ihr Gesicht gesehen zu haben. Morgen klären wir dann alles. Ja, auf jeden Fall. Ha, so ein Geheimtreffen, das hat Spaß gemacht, was? Ja, das will ich nicht von der Hand weisen, aber jetzt sollten wir wirklich zurück. Roger! Kaleido Hearts von Claire, vermutlich auch nur für Rian.
Nee, das können alle benutzen, oder? Das wäre gut. Mehr Septit, ja, okay. Accuracy plus 100. Warte mal, hat irgendjemand was mit Accuracy hier? Du hast Accuracy plus 50. 5 Evasion, die du eigentlich auch nicht so brauchst unbedingt. Dann nimmst du das einfach mal. Ja, verlierst 5% Evasion, bekommst dafür 5% Crit und ein bisschen mehr Accuracy und das passt dann schon. Bist natürlich dann wieder anfällig gegen Schlaf und so, aber was will man machen? Ja, und jetzt? Oh, hier ist... Es geht immer weiter. Ah nee, das ist noch für Tickets ausgeben, alles klar. Ich gehe mal davon aus, ich kann jetzt hier nichts machen. Ich muss jetzt wieder... Ja, mit dem... Akkus das machen. Ich will einmal kurz gucken, ob hier irgendwo noch... neue grüne Symbole aufgetaucht sind. Also wenn es im Hotel wäre, dann würden wir hier irgendwo was sehen. Wenn's genau da würden wir was sehen. Und hier gehe ich nur mal eben auf den Platz. Nein. Gut. Dann call it a day. Nach kurzer Zeit wurden die Festivitäten beendet. Diejenigen, die teilgenommen haben, machten sich bereit, um ins Hotel zurückzugehen. Nachdem sie sich die Wege mit allen getrennt hatten, ging Rian Richtung Pier. Hatte dabei nichts im Sinn, nichts Besonderes. Wow, von hier aus kann man echt alles sehen. Die Courageous 2, die Merkabas, die Bobcat und sogar die Pantagruel. Und da ganz hinten Crossbell City und das blendende Licht vom Orcus Tower. Die Feierlichkeiten werden schon bald vorbei sein. Wahrscheinlich sind schon alle auf dem Weg zurück in ihre Zimmer. Ich muss bald eine Entscheidung treffen. Soll ich sie nochmal um ein Treffen bitten? Oder soll ich lieber mich zurückhalten, weil mir morgen ohnehin das Schlimmste widerfahren wird? What a wonderful breeze. Oh, was für eine wunderbare Brise. Das klingt doch ganz nach. Wow, this is an amazing view. Was für ein fantastischer Ausblick. I can see Michelam, the Pantagruel and even Crossbell City. Bringing me here to sober up. My, you really know how to show a girl a good time. Oh, it's nothing like that. I simply got the idea when we landed here this evening. More to the point, I had anticipated your inevitable inebriation, my dear Shara. You really do know me. This is nice. I miss those days when we were able to share drinks together. But you've been doing a fantastic job ever since coming back to the Empire. Though they call you Debaucherous Prince, you never let it get to you. You've been there for your family. Hell, the whole Empire. Well, I've never been without people supporting me. Mueller, my parents, Alfin.
Class 7, the Viscount, the Erebonian Bracers. I can't forget Lloyd's team, and, of course, Estelle and Joshua. But most of all, you. No, I couldn't do a thing to help you. Sure, I held on to the artifact for you and acted as a liaison. But I couldn't stop the Courageous from being destroyed. I couldn't keep you safe. I'm sorry, Olivier. I'm sorry that I wasn't there for you. It must have been painful. You've suffered so much. Now that you're here, all that pain is but a distant memory. We'll be there tomorrow. Together. That's all that matters. But... No, you're right. Just leave it to me. The Silver Streak will light the way for your radiant wings. I'll be counting on it. And it may not be fair to ask you at a time like this, yet... Will er den Antrag machen? If we can claim victory in tomorrow's battle and stop the Great Twilight, if we can put out the fires of war and bring peace to this land once more, would you do me the honor of becoming my wife? Yeah, Oliver! Sie hat genickt. Ich habe das ganz deutlich gesehen. Ups, so. Ich wollte da nicht so in ihr Privatleben eindringen. Nein, überhaupt nicht, Rian. Du könntest Alchemist werden. Naja, ich wusste ja, dass sie sich nahe stehen, aber tatsächlich so nahe. Ich schätze, der Vorfall in Liberl muss sie wirklich zusammengeschweißt haben. Ich weiß nicht mit Sicherheit, ob sie sein Angebot annehmen wird oder nicht. Also seinen Antrag annehmen wird. Aber ich hoffe wirklich, dass sie es macht. Ich drück dir die Daumen, Oliver. Was sage ich denn da? Ich habe doch meine eigenen Entscheidungen auch noch zu treffen. Mit wem sollte ich denn meine letzte Nacht verbringen? Oh ja, wow. Wieso ist Machias nicht dabei? Nein, kleiner Spaß. Ich habe ja gesagt, es läuft zwischen diesen drei Leuten ab. Und, denke, wir machen dann vielleicht sogar eher auch mehrere, also alternative Optionen. Wir gucken uns erstmal das Ende an, nicht das Ende, sondern das Event an, wie es sich die Entwickler wohl gewünscht haben. Aber es gibt jemanden, den ich... erst noch abweisen muss. Ich fühle mich schrecklich. Wirklich, ich bin das Allerletzte. Achso, jetzt muss er bei den anderen, denen er eine Verabredung versprochen haben, hat noch anrufen und sagen, ich kann leider nicht. Alisa! Ich bin froh, dass du gekommen bist. Für einen Augenblick dachte ich, du kommst vielleicht nicht. I'm sorry. Es tut mir leid. Ich verstehe. Dann... Oh, no, that's not what I meant. Nein, so meinte ich das doch gar nicht. I'm sorry for all the trouble I've caused you. When all you've done is your best. Es tut mir leid, wegen all des Ärgers, den ich dir zubereitet habe.
Du hast doch immer nur dein Bestes gegeben. And I'm only realizing now how stupid I've been acting this whole time. Und erst jetzt bemerke ich, wie dumm ich mich doch die ganze Zeit verhalten habe. Ja, es wurde auch Zeit, ey. 4 Spiele, ey. Alisa. Du sollst doch nicht so denken. Du hast das getan, was du tun musstest. Ich bin das Opfer, Alisa. Niemand weiß, was morgen passieren wird. Das ist vielleicht unsere letzte Gelegenheit, miteinander zu reden. Und ich möchte nicht, dass du oder ich etwas bereuen. Und deshalb habe ich dich gebeten, mich hier zu treffen. Rean. Alisa, ich muss dir sagen, wie ich mich... Wait. Please, let me say it first. Warte, ich will es zuerst sagen. This time, for real. I'm going to be brave, so please. Dieses Mal, auf jeden Fall, werde ich tapfer sein. Also bitte. I love you. Ich liebe dich. I know it was selfish of me to go back on my words before. Ich weiß, es war egoistisch von mir, mein Wort zurückzunehmen. But I can't give you up. I just can't. Aber ich kann dich einfach nicht ziehen lassen. Ich kann dich nicht aufgeben. I want you, Rean. Here, with me. Ich will dich, Rean. Hier, bei mir. Alisa. Mir geht es ganz genauso. Ich will auch hier bei dir sein, Alisa. Oh, das ist aber nett. Ja, es ist beinahe wie ein Traum. Rean, I'd like to stay with you tonight. Rean, ich möchte die Nacht mit dir verbringen. Would that be okay? Ist das okay für dich? Natürlich. Die ganze Nacht, bis es dämmert. Okay, das war relativ kurz. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ganz normal hier weiter im Text. Und die anderen Events, wie das mit den anderen Charakteren gewesen wäre, das mache ich dann mal in einer separaten Folge. Achso, wenn es übrigens darum geht, wenn ihr wissen wollt, für wen ich mich jetzt entschieden hätte, wahrscheinlich, also ich weiß nicht genau, entweder Laura oder Emma, ist halt schwer zu sagen. Beides ist halt sehr, sehr stimmig mit Rean zusammen. Aber ich denke, es ist am besten, wenn wir das so machen. Mit Alisa. Alisa ist auch keine schlechte Partie. Also kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Rean und Alisa glücklich werden. Und ich denke, es wird dann am interessantesten. Vielleicht, wenn dann noch irgendwelche Szenen kommen. Ich weiß es ja nicht. Aber sonst hätte ich wohl eher vielleicht Laura genommen, weil mit ihrer emotionslosen Art passt die beiden eben auch gut zusammen. Also Rean ist ja so ein... So ein Gefühlslegastheniker und Laura irgendwie auch. Gut, ich speichere trotzdem hier kurz ab. Wer weiß, vielleicht
kommt jetzt erstmal wieder 2 Stunden Text. Aber die Folge geht ja noch nicht mal eine halbe Stunde. Da können wir doch noch mal eben ein bisschen weitermachen. Und da ist er. Der 1.9.1206. Ab heute wird zurückgeschossen. Ja, da sieht man, es geht auch ohne Text. Wir alle wissen, was gesprochen wird. Time is 0513 hours. All ships will be in position by 1145 hours. Okay, wir haben noch 6,5 Stunden Zeit, bevor alle Schiffe auf Position sind. We've got the Bobcat 2 and the Merkaba, not to mention the Pantagruel landing craft and the Ouroboros ships. Each team will infiltrate their assigned pale. Once the barrier is down, the Courageous 2 will charge the Imperial Fortress. Okay, jedes Team fliegt jetzt zu seiner Säule und sobald die Barriere dann unten ist, wird die Courageous 2 auf das Imperial Fortress losgehen. If all goes according to plan, it should be 12:30 hours by then. Ja, und das sollte dann ungefähr gegen 12:30 Uhr sein. You shouldn't need to worry about interference from the Imperial Air Force, but be vigilant for the Crimson Arc. Ihr solltet euch keine Sorgen machen, dass sich die Imperial Air Force einmischt. Aber seid wachsam, was die Crimson Arc betrifft. Crimson Arc ist Cedrics Schiff, oder? That's right. It doesn't appear as though they intend to directly participate in Operation Jormungand. Ja, das stimmt. Es scheint nämlich nicht so, als ob sie direkt teilnehmen an Operation Jormungand. Agreed. We should all be on our guard. Ja, wir sollten alle wachsam bleiben. Your Lordship, Sharon, Angelica, Duvali. Rose, Tita, Randy, we're all counting on you.
Got it. The rendezvous with George isn't until after 11, though. Verstanden. Das Rendezvous, nicht das Rendezvous, das Treffen mit George ist auch erst kurz nach 11. I would like nothing more than to be of use to you. If there's anything at all you require of me, please, don't hesitate to ask. Ich wünsche mir nichts mehr, als euch zu Diensten zu sein. Wenn es da irgendetwas gibt, was ihr von mir braucht, fragt mich einfach. Same with me. I'll lend you my aid where I can. Das gilt auch für mich. Ich unterstütze euch, wo ich kann. I'll be sticking around until you guys meet up too. Ich bleib noch eine Weile hier, bevor ihr euch trefft. But it looks like Lloyd and the others aren't going to be free until the very last minute. Aber es sieht so aus, als ob Lloyd und die anderen keine Zeit haben bis zur letzten Minute. It's the same for Estelle's group too. I'm going to give this everything I've got, right until the very end. Und das gleiche gilt auch für Estelles Gruppe. Ich werde alles geben, was ich habe, bis zum bitteren Ende. I can go wherever I'm needed. Maintenance, ground patrol, whatever you need. Ich kann irgendwo hin, wo ich gebraucht werde. Sei es Wartung, Patrouille auf dem Boden, wo du mich auch immer brauchst. You young folk can take care of all the preparations. We shall sit back and wait for our turn to arrive. Ihr Jünglinge könnt euch ja um die Vorbereitungen kümmern. Wir halten uns zurück und warten ab, bis wir dran sind. If you require assistance with tactics or have questions about the ship's operation, I am prepared to offer my assistance. Wenn ihr Unterstützung braucht, was Taktiken betrifft oder Fragen zur Bedienung des Schiffes habt, dann kann ich euch auch unterstützen. Thank you, Father. You too, Grandmother. But don't get too excited, okay? Ja, dir auch danke, Großmutter, aber werd nicht übermütig, okay? Seriously, you have a tendency to get way too worked up. Ja, im Ernst, du hast wirklich die Tendenz, dich viel zu sehr reinzusteigern. Your creator like that. Hey, rede nicht so mit deinem Schöpfer. I know we'll be in good hands. Ich weiß, dass wir in guten Händen sind. Shall we get started then? Ja, dann legen wir doch los. Yes. This could be our final special ops mission. Ja, das ist vielleicht unsere letzte Special Ops Mission. Between the Pales, the Imperial Fortress and the imminent war, anything could happen. Bei den Säulen, beim Imperial Fortress und bei dem Krieg kann einfach alles passieren. Shit's looking crazy as hell down there. Das sieht echt ziemlich verrückt aus da draußen. Yep. We got a number of requests too. Best check them out before you forget. Ja, und wir haben noch einige Aufträge reinbekommen. Die solltest du dir auch nochmal ansehen. Nicht, dass du sie noch vergisst. Yeah. Some of them seem pretty important. Einige scheinen echt wichtig zu sein. Na, da bin ich mal gespannt, welche Aufträge am Tag des totalen Kriegs, des Weltuntergangs, noch so wichtig sind. Seems like there are a bunch of Magic Knights and Kryptide. Oh Gott! Es scheinen auch viele Magic Knights und Kryptide aufgetaucht zu sein. Also Kryptide ja gerne, aber Magic Knights kann ich wirklich nicht mehr sehen. At this point, it would be best to handle everything all at once, yes? Zu diesem Zeitpunkt wäre es wohl am besten, alles auf einmal zu erledigen. It seems we'll have a chance to show the world what the Radiant Wings can do. Ja, es scheint so, als ob wir die Gelegenheit haben, der Welt zu zeigen, was die Radiant Wings so drauf hat. Good luck, everyone. Na, viel Glück, Leute. We'll be supporting you from here the whole time. Wir unterstützen euch die ganze Zeit von hier aus. Got it. We'll be counting on you. Verstanden. Wir verlassen uns auf euch. Okay, Class 7. Our final batch of Special Ops missions begins now. Okay, Klasse 7. Unsere letzten Special Ops Missionen beginnen jetzt. Let's be the flashing blade that illuminates the darkness. Together we'll light the path ahead for the world. Also, lasst uns die aufblitzende Klinge sein, die die Dunkelheit erleuchtet. Gemeinsam werden wir den Pfad vor uns erleuchten. Für die Welt. We're all going to have to work together to make this happen. Damit das passieren kann, müssen wir alle an einem Strang ziehen. The deadline is 1100 hours.
We'll need to finish everything up by then. Unsere Deadline ist 11 Uhr. Bis dahin müssen wir alles erledigt haben. May Eidios be with us. Let's go, Class 7. Möge Eidios mit uns sein. Auf geht's, Klasse 7. Right. Ich muss sagen, für Trails-Verhältnisse haben sie sich jetzt ganz gut kurz gefasst gerade. Scattered Petals, also verstreute Blüten, ja, wie man sie hier auch sieht, und sterbende Flammen. Oh, ist das das Ende von McBurn? Unsere Hauptparty. Ja, 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 ja. Wir haben Ash lange nicht dabei gehabt. Wir nehmen natürlich unsere angehende Verlobte Alisa mit. Die haben wir auch lange nicht dabei gehabt. In Sachen Magie hätte ich Music schon gern dabei. Altina war auch verdammt lang nicht dabei. Sharon hatte auch noch keine große Chance, wieder mitzumischen. Ja, und dann würde ich auch sagen, dass Gaius lange nicht dabei war. Ich nehme ja extra mal nicht so die beste Truppe. Also ich denke, wir werden irgendwann nochmal wechseln. Also wenn es zum richtigen Finale geht, wäre das da oben nicht meine Wahl. Aber so machen wir das mal so rum. Die Situation in West-Erebonia hat sich komplett geändert. Wir können jetzt den Stargazers Tower erkunden. Was Milliums Order betrifft. Wenn Juices in unserer Party ist, hat Millium eine Brave Order namens White Decoration. So, wir können überall neue Waffen und Rüstung kaufen. Danke, dass du gewartet hast, Rean. Und tut mir leid, dass ich jetzt so plötzlich mich melde. Der letzte Band der Black Records ist jetzt endlich entschlüsselt. Oh, du bist fertig. Ja, schön, dass du so fleißig warst. Ja, ich kann dir schon mal das verraten, dass dieser Band sehr interessante Dinge da drin stehen hat. Aber das liest du am besten selbst. Ich werde sofort alles zu deinem Arcus 2 transferieren. Ja, ich kann dir gar nicht genug danken, Thomas. Okay, dann lesen wir auch direkt die Black Records, sonst vergesse ich es eh. Ne, Books, da ist es doch Black Records. 13. Ja. Am Ende des Twilights, im Jahre 1206. Nachdem das Twilight über das Land hineinbricht, werden sich zwei Fraktionen erheben. Die eine Fraktion ist die Weltenschlange, also Jormungand. Ein stählerner Drache mit 7 Mäulern. Er versucht, die Welt in seinen Fängen zu zerquetschen und sie zu verschlingen. Ah, okay, und die 7 Mäuler sind wahrscheinlich so 7 Angriffsrouten. Es gibt ja dann quasi 7, also wahrscheinlich wird es 7 Fronten geben, die da gebildet werden. Einmal geht es nach Liberl, einmal nach Crossbill oder durch Crossbill und was weiß ich wie. Die andere Fraktion wird aus 1000 Flammen bestehen. Sie wird versuchen, den großen Drachen zu fesseln und ihm einen Kopf nach dem anderen abzuschlagen. Oh, das heißt, die Kapitelüberschrift, das mit den sterbenden Flammen, das könnte sich tatsächlich auf Mil Mirage auch beziehen, nicht unbedingt auf McBurn.
Auch wenn leuchtende Flügel, die den Himmel einmal mehr beherrschen wollen, wird ihr Licht allein zu dürftig sein, um die nahende Abenddämmerung zu vertreiben. Der Sturz der Holy Maiden wird dem Erscheinen der falschen Säulen vorangehen. Und die Festung und der Festung des Endes. Achso, genau. Also bevor Säulen und Festung auftauchen, wird die Holy Maiden fallen. Das ist ja schon passiert, genau. Schon kurz danach wird die Welt in die Dunkelheit der Nacht geschubst. Dieses Schicksal ist absolut. Hinzugefügt. Es sollte noch bemerkt werden, dass der Inhalt dieses Buches das Resultat ist einer Phasen-Engine, also eines Phasenantriebs oder einer Phasenmaschine, die den Kausalitätsfluss aufzeichnet. Also es ist nicht von Hand geschrieben, Black Records, sondern es gibt eine Maschine, aus der quasi das Universum analysiert wird. Also es gibt ja so die Theorie, wenn man zu einem beliebigen Zeitpunkt genau den Zustand eines Universums kennt, dann weiß man auch, kann man auch genau sagen, wie es sich weiterentwickeln wird, Stück für Stück. Das ist halt so eine Theorie, die aber, ja, Blödsinn ist. Weil man ja nie alles genau weiß. Den jetzigen Zustand kann man halt nicht genau ermitteln. Dementsprechend kann man auch nichts vorhersagen. Aber gut. Das verderbliche Ende, also das Verderben am Ende dieser Geschichte, was aus dem Kampf zwischen dem karmesinroten Gefährt und dem großen Säbelhammer hervorgeht, ist klar. Allerdings, es kann tatsächlich noch Horizonte geben, die wir jetzt noch nicht sehen können. Irgendwelche Veränderungen in den Strömen der Kausalität, die man nicht vorhersehen kann. Ein neuer Ausgang, ausgelöst durch unlogische Verzerrungen, durch die Menschen erschaffen. Es gibt nur eine winzig kleine Wahrscheinlichkeit dafür, und damit endet diese Aufzeichnung, die 1206 Jahre umfasst. Beginnend mit der ersten Generation der Familie Arnor. Das heißt, endet jetzt auch die Familie Arnor damit, mit dieser Aufzeichnung komplett? Möge das Glück mit der Menschheit sein. Kausalitätsaufzeichnungsmaschine 03. Azoth. Ich versuche jetzt aus diesem Namen irgendwas zu deuten, aber ich komme nicht drauf, was der noch für eine Bedeutung haben könnte. Es wird wahrscheinlich noch aufgedröselt werden. Und warum ist es Kausalitätsaufzeichnungsmaschine Nummer 3? Was ist aus den beiden Vorgängern geworden? Gut. Wir gucken uns mal unsere Quests an. Das Erntefest in Alster. Na, da haben wir doch heute noch Zeit für. Klar doch. Gibt bestimmt auch einen tollen Umzug. Nein, Alster konnte dies Jahr sein Erntefest nicht machen. Aber ich denke, es ist noch genug Zeit, etwas auf die Beine zu stellen. Ach so, die Planung müssen wir auch noch machen. Alles klar. Aidios weiß, die Menschen
können oder benutzen jede mögliche Ausrede, um zu feiern und ihre Sorgen zu vergessen. Wenn du dabei helfen könntest, wäre das echt total fantastisch. Sandy möchte, dass wir uns mit ihrem Sunny Spot Inn in Alster treffen. Ja, Sandy, die jetzt gerade noch bei uns hinterm Tresen steht, wahrscheinlich. Officer Allen retten. Bridget möchte das. Ich mache mir echt Sorgen um Allen. Er hat um Versetzung gebeten. Er will direkt an die Front. Näher an den Kämpfen. Er scheint ein komplett anderer Mensch geworden zu sein. Und nichts, was ich ihm sage, dringt zu ihm durch. Ich gebe es ungern zu, aber ich kann ihn selbst nicht retten. Trefft mich am Ruderhaus in Crossbill und wir reden mehr. Am Bootshaus. Und das Einhell-Keep-Monster. Einhell-Keep mal wieder. Ja, ein mächtiger Archaismus wurde in Einhell-Keep gesichtet, in Leaves. Sneak Gunner G48C. Wir sollten damit selbst zurechtkommen, aber wir müssen schnell handeln. Okay. Ach du mein Güte. Oh wei, ich hätte das nicht gucken sollen. Oh mein Gott. Ich guck gerade mal, habe ich Leute für eine Trial Chest hier dabei? Reen Alien Makassara? Nein. Nein. Laura Emma? Nein. Oh mein Gott, sind das noch viele. Seraphine, ich... Nein. 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 Okay. Egal. Wollen wir jetzt auch nicht machen. Dann quatschen wir erstmal an Bord mit allen Leuten. Sobald die Special Ops Missionen fertig sind, geht sofort in den finalen Kampf. Bitte sei vorsichtig, Rian. Und wenn du vielleicht noch dafür sorgen könntest, dass Cedric auch das Ganze unbeschadet überstehen könnte? Eure Hoheit, ihr habt mein Wort, dass ich alles tun kann, was ich... dass ich alles machen kann, was ich... Nein, dass ich alles machen werde, was ich kann, so rum. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber deine Anwesenheit hier alleine unterstützt die Menschen um dich herum schon sehr. Ich möchte dich bitten, dass du all den Leuten Unterstützung gewährst, die hier auf der Courageous 2 bleiben. Insbesondere Prinz Oliver. Ja, natürlich. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um ihn zu unterstützen. Ich werde auch hier als Computerbediener noch nützlich sein und... Wenn es hart auf hart kommt, habe ich ja auch noch meinen Sphero-Stab und meine Arts, auf die ich mich verlassen kann. Ja, du bist wirklich sehr selbstständig geworden. Rian, ich habe mich schon gefragt, wann du herkommst, um mich zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, es wird nicht lange dauern, bevor du wieder zum Schwert greifst und davon eilst. Wisse nur, dass ich all das benutzen werde, was ich gelernt habe, um dich und deine Freunde zu unterstützen. Danke, Elise. Ich wünschte mir nichts mehr, als kurz bei Ymir vorbeizuschauen und auch mit Papa zu reden, aber... Ich verstehe die Lage, in der du bist. Aber du musst mir etwas versprechen. Du musst überleben und du musst nach Ymir zurückkehren. Elise... Du weißt, dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehme. Es ist eine komplizierte Situation. Alles klar, ich verspreche es. Ich werde die Rivalitäten gewinnen. Und ich werde zu allen zurückkehren. Wohlbehalten. Deshalb musst du hier die Stellung halten. Ja, natürlich. Okay, immerhin hat er versprochen zu überleben. Das heißt, er darf keine Selbstmordaktionen hier planen.
Hallo Gaius, hallo Oberstleutnant. Gibt es ein Strategietreffen? Nein, nichts Formelles. Wir gehen nur die Sachen durch, was die anderen Gruppen so erledigen sollen hier bei der Operations Shining Steel. Abgesehen von unseren Streitkräften innerhalb Erebonias gibt es ja auch noch die Bracer-Gilde und das frühere Polizeidepartement aus Crossbill. Und natürlich die Gralsritter von Gaius. Ja, es überrascht wenig, dass auch Menschen von anderen Gruppierungen versuchen, die Krise abzuwenden. Aber ich denke, ohne Prinz Oliver wäre das alles nicht möglich gewesen. Er kann einfach gut mit Menschen umgehen. Selbst Pater Kevin hat gesagt, dass er dir und dem Prinz dankbar ist. Oder, ja, dass er in der Schuld von dir und dem Prinzen ist. Ja, er meinte das wahrscheinlich, als wir ihn unterstützt haben, gegen die Phantasma vorzugehen. Kevin Graham. Ich habe mir mal sein Geheimdienstdossier durchgelesen. Er ist ein Gralsritter, der während des Sphero-Shutdowns in Liberl geholfen hat und auch beim Vorfall in Crossbill. Ja, ich glaube, der war Hauptfigur in Trails in the Sky 3, wenn ich mich nicht irre. Prinz Oliver hat wirklich ein weites Netzwerk von Bekannten. Ja, dafür müssen wir ihm danken, dass er so diesen blödsinnigen Ritt nach Liberl gemacht hat. Aber ich bereue es nach wie vor nicht, an seiner Seite zu sein. Er ist vielleicht ein wenig mercurial, also ja, wahrscheinlich eher so flüchtig oder so flatterhaft. Aber er hat sich immer wieder für würdig erwiesen, dass er mein Vertrauen genießt. Aber ich möchte natürlich nicht, dass der frivole Narr das jetzt hört, dass ich das gesagt habe. Du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die bereit sind, für den Prinzen durch dick und dünn zu gehen. Ja, das ist einfach nur der Beweis dafür, wie sehr er dir am Herzen liegt. Wow, euch drei hier mal gemeinsam zu sehen, ist auch ein seltener Anblick. Ich habe gerade das Gefühl oder das Déjà-vu, ins Lehrerzimmer von Thors zu kommen. Ich bin aber nicht mehr deine Lehrerin, Rean. Ja, wir diskutieren gerade, mit welchen unserer alten Ausbilder wir zusammenarbeiten. Oh, jetzt bin ich aber neugierig. Ja, was die Hauptstelle betrifft, da haben wir Makarov und Mary auf unserer Seite. Aber auch Vizedirektor Heinrich und Beatrix, also die unsere Krankenschwester in Anführungszeichen damals, haben auch Hilfe angeboten. Sie teilen sich auf, um Trista abzudecken und unterstützen die Ark Royal. Ja, das sind doch gute Neuigkeiten. Wir können alle Hilfe gut gebrauchen. Es wird auch schön sein, die beiden nochmal wiederzusehen. Ich glaube, seit meinem Abschluss habe ich nicht mehr mit ihnen geredet. Mir läuft Beatrix ab und zu nochmal über den Weg. Aber das ist das erste Mal, dass ich mal wieder was von Heinrich gehört habe. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass dieser, ja, etwas knorrige Kerl doch bereit ist, gegen das System zu kämpfen. Ja, Heinrich war auch immer der strengste Lehrkörper auf der Schule. Den mochte ich nie so richtig.
Aber jetzt hat er sich doch für den richtigen Weg entschieden. Ach, ich weiß, so übel ist er gar nicht. Ja. Ich sehe das halt zwiegespalten, aber ich gestehe ihm zu, dass er immer am Wohlergehen seiner Schüler interessiert war. Ja, von einer Adelsfamilie, aus der er stammt, da hat er natürlich auch seine inneren Konflikte zu bewältigen gehabt und musste erstmal seinen Frieden finden. Letztendlich hat dieser Mann aber auch immer seine Sorgen über Status und... Okay, also diesem Mann war sein Rang und seine gesellschaftliche Stellung immer weniger wichtig als seine Schüler. Zwischen den Lehrern und den Absolventen bilden wir eine Verteidigungslinie gegen die Gesellschaft. Wir haben einen Kommunikationskanal gebildet zwischen diesem Schiff und den anderen Schiffen. Jetzt fehlen nur noch unsere letzten Vorbereitungen und ja, Pläne für Dinge, die halt mal schief laufen könnten. Also Notfallpläne sozusagen. Ja, also weiter mit der guten Arbeit. Oh, hallo aus Bellarin. Hey, großartiges Wetter, was? Ja, du scheinst ja in guter Stimmung zu sein, Sydney. Zu gut, möchte ich sagen. Es irritiert langsam. Ich gehe davon aus, du hattest eine schöne Nacht letzte Nacht. Weißt du, du kennst doch Ada von Main Campus. Sie und ich waren tatsächlich gemeinsam im Riesenrad. Nur wir beide. Es war erst ein bisschen ein komisches Gefühl, aber wir sind dann tatsächlich ins Gespräch gekommen. Ich glaube, es hat wirklich Klick gemacht. Ich habe sie tatsächlich mal lächeln sehen. Und ich habe sie gefragt, ob wir das vielleicht nochmal wieder machen könnten nach dem Krieg. Und jetzt rat mal, was sie gesagt hat. Ich denke drüber nach. Ja, haha, Home Run. Jetzt warte mal kurz, Sydney. Was ist daran jetzt so großartig? Ja, lies doch mal zwischen den Zeilen. Im Prinzip hat sie doch gesagt, dass wenn ich sie das nächste Mal frage, dass sie auf jeden Fall ja sagen wird. Ja. Du lehnst dich so weit aus dem Fenster, dass es mich wundert, dass du nicht rausgefallen bist. Komm schon, Kurt. Jetzt tu doch nicht so, als ob du nicht weißt, wie das hier so läuft. Du schienst ja auch ein enges Verhältnis zu haben mit dieser Sully von Ark and Seal letzten Abend. Was, im Ernst? Das höre ich zum ersten Mal. Ja, ich war gemeinsam mit ihr im Park, also im Vergnügungspark. Aber es war kein Date. Nee, es war ja alles seine Mutter, die das arrangiert hat. Die Mutter wollte ja unbedingt Sully kennenlernen. Ich war nur als Eskorte da, für sie und meine Mutter. Im Ernst? Ich dachte, ihr habt, ja, ein richtiges Date. Oh, erzähl uns mehr. Ja, halte durch, Kurt. Okay, da gibt's nichts Besonderes mehr diesmal. Hätte
her sein können. Felt pretty good. Ach doch, Gaius Badeklamotten. Warte mal. Da oben war keiner mehr. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns sehen und mal so richtig miteinander sprechen können. Wie läuft es mit deiner Verletzung? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht zu viel Hindernis ist für einen Schwertkämpfer deines Kalibers. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ein Arm weniger ist für jeden Schwertkämpfer ein großes Problem. Also auch, er kämpft ja mit dem rechten Arm, aber trotzdem braucht man sicherlich für die Balance auch den linken Arm noch. Ah, ich bin mehr als nur in der Lage dazu, noch hier einen Pfad zu durch die Welt zu schnetzeln für die jüngere Generation. Also er hält sich immer noch für den Größten. Genau wie es mein Vorfahr vor 250 Jahren getan hat. Ah, also hat die Zeit, die du unter Kontrolle der Gnome verbracht hast, dir erlaubt, einen Blick zu werfen auf die Erinnerungen deines Vorfahren. Der Vize-Captain der Einsritter, der auch Zeuge war von Liens Wiederbelebung. Shion Arsaid hat sein Leben in Reue beendet. Eine Reue über die Tatsache, dass er den beiden erlaubt hat, die scharlachrote Apokalypse aufzuhalten am letzten Tag des Löwenkrieges. Ja, nach dem, was ich so erlebt habe, gehe ich davon aus. Für ihn ging es weniger darum, den Krieg zu beenden, sondern mehr darum, dass er nicht in der Lage war, seinen Lord und Meister zu beschützen. Aber das alles ist Vergangenheit. Meine Tochter und ihre Freunde brechen sich bereits frei von den Handfesseln der Geschichte und sie erschaffen sich selbst eine neue Zukunft. Ja, da können wir beide dankbar sein. Ehren wir die Erinnerung an unsere gefallenen Freunde, indem wir ja unsere Feinde zu ihnen schicken. Ja, darauf trinken wir. Also war jetzt ein bisschen verklausuliert ausgedrückt, aber ist halt so, unsere Freunde sind halt im Jenseits und jetzt schicken wir unsere Feinde zu unseren verstorbenen Freunden. Ja, wir arbeiten zwar getrennt voneinander, aber ich freue mich schon drauf, dass wir an derselben Seite kämpfen. Ah, hier bist du, Sharon. Ja, manchmal habe ich auch beruhigende Arbeit. Möchtest du ein wenig Erfrischung? Ich kann dir ein wenig schwarzen Tee und Süßigkeiten anbieten. Ich kann auch etwas anderes vorbereiten, wenn du möchtest. Es wäre meine Freude. Also gib mir einfach Bescheid. Ja, das klingt sehr verlockend, aber ich habe kein Bedürfnis momentan. Du bildest ein Team mit Angelika und Georg, oder? Ja, und Roselia. Ganz egal, was passiert, ich habe nichts zu befürchten. Ich habe auf den Namen Sharon geschworen. Dieser liebevolle Name, der wieder mein ist. Dass ich alles tun werde, um dich und die anderen zu unterstützen. Danke, Sharon. Wir zählen auf dich. Also, ja,
Selbst wenn du unten am Boden bist, gib mir nur Bescheid, wenn du meine Dienste brauchst. Und sei es auch nur, um den Rücken zu schrubben. Ja, du scheinst gute Laune zu haben, Sharon. Ich hatte jetzt doppelt geklickt, weil ich dachte, sie hat vielleicht was zu verkaufen. Okay. Das heißt, hier können wir noch Trainingskämpfe machen. Oh, ihr macht Sparring. Ja, wir haben noch viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich will trotzdem gut vorbereitet sein. Nach dem, was ich letzte Nacht beobachtet habe, kann ich das nicht zulassen, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen. Ja, dass ich gesehen habe, dass du zu einer Divine Blade wurdest, hast mich inspiriert. Ja, dankeschön. So ein neuer Titel sorgt auch für neuen Druck. Ich habe einen Blick erhaschen können auf den Pfad, den ich zur Erleuchtung beschreiten muss. Aber ich habe noch einen langen Weg vor mir, bevor ich das wahre Potenzial entfachen kann. Ja, schön, dass du nicht damit aufgehört hast, dich zu verbessern. Ich muss zugeben, ich war überrascht, als ich von diesem Erleuchtungskram gehört habe von Generalleutnant Bright. Es klingt so ausländisch. Ein Level, der über Formen oder Reaktionszeiten hinausgeht. Oder mentales oder physisches Training. Ein Zustand, wo man die Essenz von allem verstehen kann und sie nach Wünschen kontrollieren kann. Ja, ein bisschen so wie bei Matrix halt. Und irgendwie hast du es geschafft, diesen Level zu erreichen, bevor ich es konnte. Ja, ich bin ehrlich der Meinung, dass du und Laura diesen Level zu einem gewissen Grad schon erreicht haben. Ja, es kann sein. Jedenfalls gibt es keine Abkürzung, wenn es darum geht, die Schwertkampfkunst zu meistern. Es bringt halt nichts, ungeduldig zu werden. Alles, was wir tun können, ist, unsere Skills zu polieren. Jede von uns auf ihre eigene Art und Weise. Naja, das klingt natürlich schon logisch. Machen wir den zum Abschluss. Haben wir das schon mal gemacht, weil da kein Sternchen bei ist oder so? Ich weiß es nicht. Komm, wir schauen mal, wie gut unsere Truppe jetzt ist. Balanced Party, ja, ich hoffe mal, dass... Ich glaube nicht, dass wir das schon hatten. What a passionate foe. So, was können wir denn nochmal machen? Achso, warte mal. Erstmal Dark Moon. Devour! Dark Moon Formation! Ich hoffe, wir stehen dicht genug beieinander. Ja, es geht. Ha! It's my turn. Einfach nur, weil es so abgefahren ist, das Vali mal hier zu beschwören. Heed my call. Valimar, the Ashen Knight! Shit! Hey-ya! This is the end! Leave it to me. Orbital Gear EXA, activate. Ha!
help you. It's my turn. Nee, jetzt wollen wir mal einen ordentlichen Zauber machen. Das erste schon kaputt. Not on my watch. My turn. It's my turn. Roar! Healing strike! Now! It's mine! It's my turn! My turn! Did we win? Nice. Oh, neuer S-Craft für Ash. Sehr schön. I did it. Ich bin schockiert, dass ihr tatsächlich in der Lage wart, so einfach gegen die Kombination von Typ 1 und 2 klarzukommen. Jedenfalls sind hier eure Belohnungen. Kampf gegen einen Slapnir. Das ist substanzielles Training. Duvalie, vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen. Naja, es ist ja nichts Schockierendes dabei, den Menschen auszuhelfen, die demnächst an deiner Seite kämpfen werden. Wie dem auch sei, ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch Training vor uns haben, bevor am Mittag das Kämpfen richtig losgeht. Schwarzer, krempel mal besser deine Ärmel hoch. Ja, auf jeden Fall. So, und du hast das blaue Sternchen nur, weil wir noch weitere Kämpfe machen könnten, denn sonst ist nichts. Es ist mir peinlich, dass ich solche neidischen Worte gesprochen habe. Ich denke, ich muss mich doch noch weiterentwickeln. Ich muss da noch drüber hinwegkommen. Jedenfalls werde ich dich auf deinen Missionen begleiten, bis der Krieg losgeht. Ich werde in dem Stil trainieren, den mir meine Herrin beigebracht hat. Also zögere nicht zu fragen, wenn du meine Unterstützung benötigst. Duvalie, ich hab dich immer gern dabei, aber du warst jetzt schon so oft mit. Diesmal geht's leider nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir die nächsten Etagen nächste Folge. Und dann gucken wir mal, wo überall noch so Missionen auf der Welt versteckt sind. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.